Ja, Phonetik, Phonologie der romanischen Sprachen. Wir müssen uns natürlich am Anfang gerade fragen, wie denn das Verhältnis zu Phonetik und Phonologie ist. Das haben Sie natürlich in der Einführung schon gemacht. Ich versuche das jetzt hier mal so ein bisschen historisch anzugehen und damit auch zu wiederholen. Nämlich, ja, die Phonologie ist natürlich die Wissenschaft vom Phonem. Das heißt, es muss erstmal der Phonembegriff aufkommen. Und der ist im 19. Jahrhundert entdeckt worden. Und zwar von diesem damals noch jungen Mann, Jan Ignasi Baudouin de Courtenay. Ein Pole, wie man unschwer erkennt. In Polen waren damals französische Namen in Mode. Das lag auch daran, dass es eine Verbindung gab zwischen Polen und Frankreich. Sie wissen das vielleicht schon. Der polnische König hatte da auch im Herzogtum Lothringen Ländereien und dadurch die Verbindung zu Frankreich. Und die französischen Namen kennen Sie auch von Frédéric Chopin und so. Und hier haben Sie noch einen Vertreter. Also Baudouin de Courtenay. Der war aber inzwischen in Russland, denn Polen gehörte dann Ende des 19. Jahrhunderts zu Russland. Er sah sich also auch als russischer Linguist und überhaupt als slawischer Linguist und hat in Kasan, also in Russland, Ural, auf der anderen Seite des Urals, gelehrt, Sprachwissenschaft und vor allen Dingen Phonetik. Und er hat selber viel Feldforschung gemacht, unter anderem in Norditalien. Und zwar hat er sich mit den slawischen Minderheiten in Norditalien beschäftigt. Sie wissen, das sind Slowenen dort. Und hat eben das Slowenische in Norditalien sich genauer angeschaut. Das war praktisch unerforscht. Das war irgendwie so eine Bauernsprache, von der niemand so richtig was wusste. Und er hat dort eben ein Wörterbuch gemacht und so weiter. Und dort, eben genau bei diesen Forschungen, ist er auf das Konzept des Phonems gekommen. Wie das genau passiert ist, müsste ich Ihnen natürlich jetzt aus slawischen Beispielen erläutern. Tue ich nicht. Ich mache es mal anhand des Deutschen, denn für viele von Ihnen ist ja Deutsch die Erstsprache. Dann machen wir es mal erstmal anhand des Deutschen, übertragen das dann nochmal auf die romanischen Sprachen und schauen uns dann noch Alternative oder Erweiterungen dieses Phonembegriffs an, die für uns dann ziemlich wichtig sind und vor allen Dingen dann eben für die Phonologie. Also wir nehmen das deutsche Wort Kirche, da steht es orthografisch und hier haben Sie eine breite Transkription, also das ist, oder eine weite Transkription, besser ist weite Transkription. Im Deutschen sagt man meistens weite Transkription, manchmal hat man auch breite Transkription, weil das ein Konzept ist von englischen Phonetikern, also von Leuten aus der International Phonetic Association. Die weite Transkription ist eine, die sehr ungenau ist. Man könnte auch sagen, eine ungenaue phonetische Transkription, die aber meistens reicht, um ja zu wissen, wie man es richtig ausspricht. Also hier Kirche, Kirche. Ja, Sie sehen zunächst den Akzent, dann sehen Sie, da kommt irgendwie ein K-Laut, dann kommt ein I, dann kommt ein R irgendwie. Das R im Deutschen ist ja sehr schwierig, immer anders ausgesprochen. Und irgendwo ein R-Laut, dann dieses Sch, also der palatale Frikativ und dann ein Schwa, ein Neutralvokal, Kirche, Kirche. So, das können wir natürlich noch ein bisschen genauer machen. Das schreit ja geradezu danach, genauer sich anzuschauen, was da geschieht. Also wir sehen da hier ist schon so eine ungenaue Sache und wir sind ja schon sehr nah an dem, was man hinterher Phonem nennt. Also zunächst mal war es natürlich so, dass Jan Baudouin de Courtenay bei seinen Feldforschungen natürlich auch versucht hat, möglichst genau die Phonetik zu erfassen. Auf der anderen Seite musste er aber auch die ganzen Texte transkribieren, die die Leute sagten. Sie müssen sich vorstellen, im 19. Jahrhundert hatte man noch keine Aufnahmegeräte. Man konnte keine Sprachaufnahmen machen und dann später das transkribieren, sondern man musste es direkt transkribieren, sozusagen vom Mund der Informanten. Und dann war es natürlich wichtig, dass man vielleicht erstmal etwas ungenauer transkribierte. Und das ist hier eben so ein Versuch, das ungenau zu machen. Also genauer wäre
Kirche, weil vor allen Dingen in Norddeutschland das K natürlich behaucht wird. Also hier in Franken wird ja K und G oder K mehr oder weniger K gar nicht deutlich unterschieden. Ne? Aber in Norddeutschland hat man eben oft diese Behauchung Kirche und das ist auch das, was wir im Standarddeutschen erwarten. Ja, gut. Und jetzt wissen wir natürlich, dieses R dort an der Stelle, das Zeichen steht ja für ein Zungenspitzen-R. Und in der deutschen Bühnenaussprache wird ja tatsächlich empfohlen, wo das heute auch auf der Bühne niemand mehr macht, ein Zungenspitzen-R zu sprechen. Also Kirche, Kirche, ein Vibrant, Kirche. Macht nur keiner. Wenn Sie sich über die deutsche Bühnenaussprache informieren wollen, dann gibt es ein kleines Buch, Der kleine Haie. Da ist das genau dargelegt mit Übungen. Da können Sie das üben. Es soll auch angeblich den großen Haie geben. Aber der kleine Haie ist dieses kleine, fast so ein Heft, wo man halt lernen kann, mit dem man halt lernen kann, wie man richtig auf der Bühne spricht. Aber heute, wie gesagt, wird das nicht mehr so ernst genommen. Es wird auf der Bühne nicht mehr Bühnendeutsch gesprochen. Und von daher ist das auch nicht weiter wichtig. Es gibt auch einen Film, eine deutsche Komödie, die heißt Kleine Haie. Das ist natürlich ein Wortspiel. Wo es auch um Leute geht, junge Leute, die die Theaterkarriere ergreifen wollen als Schauspieler und da mehr oder weniger Schwierigkeiten haben oder auch nicht. Das können Sie sich auch anschauen. Da geht es auch um kleine Haie, aber eben der kleine Haie ist eben die Anleitung zur richtigen deutschen, hochdeutschen Aussprache. Eben für, vor allen Dingen für Profisprecher, wie sie eben auf Bühnen gebraucht werden. Und da wird eben das Zungenspitzen-R empfohlen, was aber heute nicht mehr verwendet wird. Leute, die deutlich sprechen wollen, also tatsächlich professionelle Sprecher, bevorzugen ein uvulares R, einen uvularen Vibranten. Auch das klingt seltsam für viele. Also Kirche, 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 Kirche. Also das ist, ja, wäre die Alternative dazu, wie man das heute vielleicht ausspricht. Den Vibranten werde ich hinterher auch noch wegmachen, weil das, also mein Deutsch ist das nicht, wenn ich das mal so sagen darf. Schauen wir uns aber an, was es noch gibt. Zunächst mal ist die Aussprache des Ks irgendwie nicht genau beschrieben, denn da steht ein K, ein wählarer Verschlusslaut, aber in Kirche, Kirche ist der gar nicht wählar, sondern palatal. Also genau genommen müsste man es so transkribieren, mit einem palatalen K. In der Lautschrift ist es ein C, der palatale Verschlusslaut. Kirche, Kirche. Es fällt mir natürlich noch schwerer, das R zu bilden, wenn ich da schon palatal bin. Das sind alles palatale Laute und das R in der Mitte ist Vela. Das ist, passt gar nicht gut da rein. Kirche, Kirche, Kirche. Also da müssen wir auch noch dran arbeiten. Jedenfalls das I, das ist ein kurzes I. Und das kurze I im Deutschen, Sie wissen das, ist nicht ein I, sondern ein I, I. Mehr. Also man sagt nicht Kirche, 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 sondern also es gibt manche Deutschen, die das sagen, im Ruhrgebiet zum Beispiel, sondern es heißt Kirche, also Ö, nicht I, Ö. Weiter zurückgezogen, da haben wir es. Das ist das offenere I. Und dann, wie gesagt, die meisten Deutschen, ich eingeschlossen, sprechen da kein R mehr. Das ist irgendwie schwierig, das R an der Stelle zu sprechen, denn das R ist ein Vibrant und Vibrant am Ende einer Silbe vor einem weiteren Konsonanten, das ist nicht so passend. Also viele Deutsche sagen Kirche, Kirche, Kirche mit einem vokalisierten Vibranten. Das ist, wird dann zu so einem hinteren A. Sie kennen das, wenn nicht, gucken Sie auf die, in die Liste der, der Lautzeichen. Ach so, ich habe Ihnen ja, biete Ihnen ja immer zum Ausdrucken auch diese Sachen an. Ich werde in Zukunft darauf achten, dass Sie das nicht weiß auf schwarz, sondern schwarz auf weiß haben, damit Sie nicht so viel Toner gebrauchen. Dann können Sie es auch ausdrucken. Aber wenn Sie es sich anschauen wollen auf dem Bildschirm, ist vielleicht weiß auf schwarz besser. Und hier natürlich, sonst kann man gar nichts sehen. Ne? Man sieht das ja hier schon kaum. Also Kirche, Kirche. Ja, also das ist wahrscheinlich die häufigste Aussprache. Und Sie sehen, das ist jetzt eine nahe Transkription. Also nicht mehr eine weite, sondern eine nahe. Ja, nehmen wir noch ein anderes deutsches Beispiel.
ich koche Kohl, ich koche Kohl. Da haben sie die, einen ersten Transkriptionsversuch. Ich koche Kohl, gleich schon etwas enger. Ich, sehen Sie, da ist das, was Sie schon in Kirche hatten. Dann koche, koche, da haben Sie ein velares K, Kirche, koche, das klingt anders, koche, Kohl, da haben Sie es auch nochmal. Dann haben Sie ein langes O in Kohl und ein kurzes O in koche, was natürlich dann etwas mehr geöffnet ist. So, ja, was fällt auf? Orthografisch dreimal K. Und hier haben Sie unterschiedliche. Wir haben erstmal ein K, K, K und K. Kirche, koche, Kohl. Also drei unterschiedliche Ks. Orthografisch wäre es dasselbe. Und in einer nicht ganz so engen Transkription würde man das vielleicht auch gleich transkribieren. Denn man erkennt sehr schnell, welches K da wirklich artikuliert wird, ist nicht willkürlich, sondern abhängig von dem Laut, der danach kommt. Bei Kirche kommt halt ein hoher Vokal, deshalb muss das K auch palatal ausgesprochen worden werden. Das I ist ein palataler Vokal. Und vor den hinteren Vokalen, velare Vokale, wird das K eben auch velar ausgesprochen. Also es ist abhängig von der Umgebung und ist im Grunde abstrakt ein Laut, der aber verschieden realisiert wird. Und siehe da, damit haben wir das Phonem entdeckt. Also ein Laut, der verschieden artikuliert wird, je nach Kontext, aber ansonsten keine, also der Unterschied zwischen K und K ist nie bedeutungsunterscheidend. Schauen wir uns das andere Beispiel auch noch an. Wir haben zweimal Ch in Kirche, ich, und dann haben wir Ch in Koche. Ja, woran liegt das? Nun, das lässt sich auch wieder aus dem Kontext erklären. Wir haben einen hohen Vokal in ich, und dieser hohe Vokal sorgt dafür, dass eben dieser Frikativ palatal wird und nicht velar ist. Also ich kann man nicht gut sagen. Im Jiddischen wäre das richtig, ich, ich, aber auf Hochdeutsch ich, aber koche, nicht koche, sondern koche, ja, koche. Ja, also auch wieder ein Laut offenbar, der je nach Kontext unterschiedlich artikuliert wird und zwischen ich und besteht kein Bedeutungsunterschied. Also wieder haben wir etwas, was wir Phonem nennen können. Ja, und dann haben wir noch das O, koche und Kohl. Kann man natürlich auch sofort erkennen, wie da die Regel ist. Die langen Vokale sind geschlossen und die kurzen sind offen. Wir könnten also ein O annehmen und sagen, wenn es lang ist, ist es geschlossen und wenn es kurz ist, ist es offen. Auch wieder ein Phonem. So, jetzt haben wir hier erstmal das K-Phonem, dreimal. Wenn wir das Ganze also phonologisch transkribieren, das deutet man durch diese Schrägstriche an, dann haben wir eben Kirche, also vorne mit K und dann mit X, obwohl das X ja eigentlich ein Ch anzeigt, aber wir wissen, das ist, wird als Ch realisiert, weil es nach einem Konsonanten steht. Das ist hier der Kontext. Ein Konsonant, der wird zwar vokalisiert, das interessiert uns aber nicht, zugrunde liegt ein Konsonant, deshalb Kirche. Und nach dem hohen Vokal eben auch, statt in ich, koche nach dem O, muss es tief artikuliert werden, und Kohl, ja klar, das ist eben der lange Vokal, hier angedeutet durch diesen ein Doppelpunkt, der eigentlich zwei aufeinander zu zeigende Dreiecke ist, genau genommen, das ist das Längenzeichen. In der phonologischen Transkription, in der Germanistik, hat sich aber auch der Usus verbreitet, den man vielleicht nicht gutheißen muss, der aber in der deutschen Sprachwissenschaft sehr üblich ist, dann einen Strich, ein sogenanntes Makron, so heißt dieser Strich, über das O zu setzen.
Und wenn man da einen Strich drüber setzt, ist der Vokal also lang und dementsprechend auch geschlossen. Wenn der Strich fehlt, der Vokal kurz und offen. Oh, man kann auch so einen kleinen Bogen drüber machen, Mikron heißt das. Das ist aber nicht so häufig. Also in der Germanistik hat sich halt durchgesetzt, da so einen Strich zu machen. Wir bleiben vielleicht in der Romanistik besser bei diesem seltsamen Doppelpunkt, aber bitte keinen normalen Doppelpunkt, sondern zwei aufeinander zuzeigende Dreiecke, wenn es irgend geht. Ja, gut, jetzt müssen wir natürlich von der Germanistik wieder zur Romanistik kommen. Schauen wir uns mal ein italienisches Beispiel an. Gleich kommen noch andere, keine Sorge. Mi sono sbrigato, ich habe mich beeilt. Mi sono sbrigato, Sie hören schon, ne? Da das sbrigato macht vielen Deutschen große Probleme. Das ist ein stimmhaftes S am Anfang. Mi sono sbrigato, sbrigato. Ne? Ja, und was kann man noch erkennen? Ich habe es hier versucht, möglichst eng zu transkribieren. Ne? Das O in sono ist geschlossen. Es gibt auch ein offenes O im Italienischen, das ist tatsächlich bedeutungsunterscheidend, offen, geschlossen. Also hier auf jeden Fall geschlossen. Dann haben wir unbetonte Vokale. Die unbetonten Vokale sind immer so halboffen. Die sind nicht wirklich offen, aber auch nicht richtig geschlossen. Das habe ich hier angedeutet durch so einen Strich mit einem Strich drunter. Das soll heißen halboffen, also Tendenz zur Öffnung. Sie können das sehen. Leicht geöffnet. Und der Strich vor einer Silbe, der oben ist, der bedeutet Betonung. Ja. Sbrigato. Also. Und der betonte Vokal A ist gelenkt. Also sbrigato. Sbrigato. Naja. Und jetzt versuchen wir es abstrakter darzustellen. Also mit Hilfe von Phonemen. Und da können Sie sich schon denken, ich kann diese kleinen diakritischen Zeichen, diese Unterstreichungen weglassen. Weil klar ist, unbetonte Vokale werden immer etwas geöffnet. Und ich kann auch darauf verzichten, ein Z, ein stimmhaftes S zu schreiben, weil das S immer stimmhaft sein muss vor stimmhaften Konsonanten. Also, das ist hier angedeutet, das S muss immer stimmhaft sein vor stimmhaftem Konsonanten. Also, man kann auch sagen, S wird zu S. Vor stimmhaften Konsonanten, der Schrägstrich gibt an, dass jetzt der Kontext kommt, wo diese Regel gilt. Das ist nämlich eine phonologische Regel. Ja, und nach dem Strich steht dann der Kontext, in dem diese Regel gilt. Also es gilt nicht immer, sondern es gilt immer vor stimmhaftem Konsonanten. Wie in sbrigato. Das heißt, ich kann in meiner phonologischen Transkription durchaus ein S schreiben, weil ich weiß, dass diese Regel gilt und dass eben da tatsächlich eben S zu S wird. Ja, man kann es auch ein bisschen anders lesen. Man muss nicht sagen, es wird, sondern kann auch sagen, es ist einfach so. Und also ein S ist immer stimmhaft. Dann bedeutet dieser Pfeil impliziert mehr als wird zu. Also es muss so sein, dass es immer als S realisiert wird. Vor stimmhaften Konsonanten. Ja. Das ist die eine phonologische Regel, aber Sie kennen natürlich noch eine weitere, die habe ich Ihnen auch schon angedeutet. Sbrigato, das A wird leicht gelenkt in offener, oh, das habe ich jetzt ein bisschen ungenau geschrieben, in betonter Silbe, aber nur in offener betonter Silbe. In offener betonter Silbe, wenn die Silbe geschlossen ist, dann wird es wieder kurz, wird es wieder kürzer ausgesprochen oder noch ein bisschen gelenkt. Also richtig gelenkt in betonter offener Silbe. Können Sie sich ja vielleicht noch dazu schreiben, in betonter offener Silbe. Und in unbetonten Silben werden alle Vokale, da habe ich jetzt das V genommen für Vokal, ein großes V, kürzt Vokal ab, werden alle Vokale etwas leicht geöffnet in unbetonter Silbe. Leicht geöffnet. So, ja, ist das in allen romanischen Sprachen so? Da muss man jetzt mit einem entschiedenen Jein oder mit einem entschiedenen Vielleicht antworten. Wir schauen uns mal die Situation an. Ich habe das, glaube ich, schon mal angedeutet. Italienisch-Spanisch zunächst mal. Da ist es so, dass so ein Wort wie Kommunismus eben auf Italienisch Comunismo, Spanisch Comunismo, ja, dass da tatsächlich das S zu S wird, ne, im Italienischen und im Spanischen. Allerdings gibt es im Spanischen auch die Aussprache Comunismo mit nicht
stimmhaften S. Ich glaube, die mit stimmhaften S ist häufiger, aber es gibt auch die andere. Ja. Das macht das Spanische ein bisschen unsympathisch, weil man ja eigentlich immer klare Regeln hätte und nicht mal so, mal so. Ja, also wie gesagt, Sie haben im Spanischen auch die Möglichkeit, naja, es macht es auch wieder sympathisch für Sie, weil das für Deutsche leichter ist. Die vergessen das nämlich immer, ne? Dass vor stimmhaften Konsonanten der nächste Konsonant auch stimmhaft sein muss. Gucken wir uns Katalanisch an, da ist es eindeutiger, ne? Kommunisme mit stimmhaftem S. Und jetzt kommen wir zum Französischen. Und das Französische tanzt ja immer aus der Reihe, sieht man schon orthografisch, da sind plötzlich zwei M drin, die aber nicht als zwei M ausgesprochen werden, ne? Also das ist rein orthografisch, diese beiden Ms. Und ja, was passiert da? Da passiert etwas ganz Spektakuläres, also insbesondere von denjenigen Sprechern, die eine starke Tendenz dazu haben, Schwarz zu tilgen, die sagen Kommunisme. Und das ist natürlich ganz, ganz seltsam. Da wird nämlich das M, was eigentlich immer stimmhaft sein muss, das ist ein sogenannter Sonant, also ein Laut, der immer stimmhaft ausgesprochen werden muss. Also die Nasale gehören zu den Sonanten. Und und dennoch wird es hier stimmlos von manchen Sprechern ausgesprochen, die eben das dann an das S anpassen, Kommunisme. Also die Regel ist da genau umgekehrt. Das M wird assimiliert an das S, was davor steht. Das gibt es nur im Französischen. Und stimmhafte Konsonanten, stimmhafte Nasale, Nasalkonsonanten sind ausgesprochen selten in den Sprachen der Welt. Gut, das Stimmlose, habe ich stimmhafte gesagt? Stimmlose Nasale sind absolut selten in den Sprachen der Welt. Das ist zwar jetzt hier kein Phonem, sondern eine Variante davon, also das Phonem bleibt das stimmhafte M, aber auch als Variante ist das ausgesprochen selten in den Sprachen der Welt. Also spektakulär. So, ja, Phonem haben Sie also jetzt mitbekommen, die kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit. Ne? Wenn es eben keine Bedeutung unterscheidet, wenn etwas keine Bedeutung unterscheidet, sondern nur eine Variante ist, dann spricht man auch von Phon oder von Allophon. Und wenn Bedeutungsunterscheidung vorliegt, dann eben Phonem. Wie kann man feststellen, ob ein Laut ein Phonem ist oder nicht? Also ob es eine Phonemopposition gibt, ob der in Kontrast zu einem anderen Laut steht. Nun, das kann man mit sogenannten Minimalpaaren herausfinden. Hier habe ich Ihnen mal ein paar Minimalpaare für das Deutsche aufgeschrieben. Ne? Koche, komme, da sehen Sie das Chm, die Chm-Opposition ist phonematisch. Koche, loche, nochmal KL ist Phonemunterschied. Loche, lache, OA ist ein Unterschied. Was haben wir noch? Koche, kogge, ne? Ge ist ein Phonemunterschied. Oder komme, kimme, ne? Da ist natürlich auch ein Unterschied zwischen O und I. Echte Minimalpaare sind natürlich solche, die sich nur ganz wenig unterscheiden. Ne? Also, sowas wie koche und loche, da wird man schon sagen, ach nee, da sind zu viele Unterschiede dazwischen. Das K ist velar, das L ist lateral und alveolar. Das sind ein bisschen zu viele Unterschiede für ein richtig gutes Minimalpaar. Ne? Es gibt sogar manche Leute, die sagen, Minimalpaare im engeren Sinne sind nur solche, wo ein minimaler Unterschied vorliegt. Ne? Aber da gibt es natürlich auch viel Streit. Also komme, kimme, ne? O und I, ne? Ist das ein minimaler Unterschied oder noch mehr als ein minimaler Unterschied? Ne? Das O ist hinten, das I ist vorne, aber das O ist auch in der Mitte und so. Naja, wie gesagt, da gibt's Streit. Loche, lache passt vielleicht schon besser, weil da nur der Öffnungsgrad ein bisschen größer ist. Ist vielleicht noch ein besseres Minimalpaar. Also merken Sie sich einfach nur, die besten Minimalpaare sind die mit dem geringsten Unterschied. Und wenn man überhaupt keine Minimalpaare findet, dann ist eben nicht auch kein Phonem vor. Und Sie finden halt kein Minimalpaar zwischen Ch und Ch im Deutschen.
also nicht bedeutungsunterscheidend. So, also mit Hilfe von Minimalpaaren kann man jetzt ein vereinfachtes Vokaldreieck im Deutschen erstellen. Das sind die Vokale des Deutschen, die es aber jeweils in einer langen und einer kurzen Variante gibt. Die kurze Variante ist immer etwas offener als die lange Variante. Na, I und E, U und O. Na, kurz, kürzer ist etwas offener. O und O. Na, E und Ä. Ja, aber dummerweise gibt es auch ein Ä im Deutschen, also ein langes. Deshalb muss das hier auch aufgeführt werden. Und das Ä ist allerdings auch in vielen Varietäten ausgefallen. Ne? Also in meiner Varietät des Deutschen unterscheide ich nicht zwischen Ä und E, sondern dann ist das einfach, klingt das oft gleich. Also gebe und gäbe, gut, da würde man vielleicht einen Unterschied machen, weil das grammatisch relevant ist, aber ich würde immer Käse sagen und nicht Käse. Ich würde auch räche sagen und nicht räche. Aber natürlich räche ist möglicherweise der Imperativ von rächen, ne? Also mit dem Rächen arbeiten. Und räche ist eine Form von rächen. Ach ja, im Infinitiv geht's ja genau. Der rächen und das rächen. Rächen. Würde aber in meinem Deutsch meistens rächen sagen, in beiden Fällen. Oder der Rächer und nicht der Rächer. Aber wie gesagt, genau genommen gibt's da einen Unterschied. Und Minimalpaare, wie ich gerade demonstriert habe, zwischen E und Ä. Zwischen O und O gibt es die nicht. Das O ist halt nur die kurze Variante des O's. Also Sie sehen, das ist ein bisschen unausgewogen, das deutsche Vokaldreieck. Vorne sind mehr Vokale als hinten. Vorne sind auch die gerundeten Ü und Ö. Hinten gibt es weniger Vokale. Das hat vielleicht auch den Grund, jetzt bin ich im Bereich des Spekulativen, dass das U und das O sich auch so ein bisschen verschieben, nicht gut unterscheidbar sind und so, all solche Sachen. Also, ne, im Deutschen ist das U und das O, glaube ich, ein bisschen offener als in anderen Sprachen, weil nach unten da viel Platz ist. Ne. Also, das ist aber im Bereich des Spekulativen. Ne, aber es ist schon ein seltsames Vokalsystem. So. Also, wir stellen fest, Sie haben das schon in der Einführung natürlich gelernt, Phoneme sind die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten einer Sprache. Aus ihnen setzen sich die sprachlichen Zeichen zusammen. Na, können wir uns direkt mal anschauen. Na, wir bilden eine Phonemkette. Komme steht da, Komme, mit kurzem O, das müsste da ein Strich drauf sein. Komme. Ja, und das ist ein Phonem, denke ich mal. Ein Phonem, ein Morphem. Und diese Phonemkette ist ein Morphem. Könnte man noch ein bisschen vielleicht genauer analysieren, das ist vielleicht eine bestimmte Verbform, dann wäre auch noch die erste Person Singular oder sowas. Oder der Imperativ, ist auch komme, müsste man auch noch als Phonem, als Morphem annehmen, steckt dann irgendwie auch noch damit drin. Ich habe es jetzt mal hier ein bisschen vereinfacht. Wir sagen einfach, komme ist ein Morphem. So, in Kam, da unten steht's, Kam, haben wir das gleiche Morphem von ihm, nämlich wiederkommen, aber jetzt im Präteritum. Das heißt, da ist irgendwie noch so ein Präteritalzeichen drin, das ist aber verschmolzen mit dem Stamm, ne? Komme, Kam. Ne? Oder, dass hier keine Endung ist, wie bei komme. Könnte das Zeichen für das Präteritum sein, das sich aber verbindet mit einem anderen Stamm. Also wir haben hier sowas wie Morphemvarianten. Allomorphe nennt man das auch. Oder Allomorphie, das Phänomen, das halt in einem anderen Tempus plötzlich eine andere Form auftaucht. Das ist aber natürlich Morphologie. In jedem Fall haben wir es mit Phonemketten zu tun. Also aus den Phonemen setzen sich die Zeichen zusammen. Zeichen sind Morpheme. Und da, die bilden auch wieder ein komplexes System, aber eben Phonemkette, die bedeutungsunterscheidenden Einheiten bilden, bedeutungstragende Einheiten, also sprachliche Zeichen oder Morpheme. Ja, und das ist eben die sogenannte doppelte Gliederung von sprachlichen Zeichen. Das sprachliche Zeichen setzt sich aus Morphemen zusammen, also komme vielleicht auch aus zwei sogar, erste Person Singular und den Verbstamm.
Also ein komplexes sprachliches Zeichen, aber auf jeden Fall setzt sich Komma auf einer anderen Ebene, und das sind die doppelte Gliederung, auf der phonetischen Ebene oder der phonologischen Ebene eigentlich genauer aus einzelnen Phonemen zusammen, die eine Kette bilden, eine Phonemkette. Ja, und diese doppelte Gliederung ist sehr effizient, wenn man kommunizieren will. Das ist jetzt eigentlich nicht mal eine menschliche Erfindung. Gut, die Menschen haben das erfunden, als sie Sprache sich ausgedacht haben und dass Sprache genau so funktionieren soll, also Lautsprache zumindest. Und da ist man ja auf die Idee gekommen, solche Laute zu verketten und so. Aber diese Organisationsform finden wir auch sonst überall, also in der Natur. Das ist einfach sehr effizient. Also wenn Sie sich anschauen, wie Erbinformationen kodiert werden, ne, also in der DNA, dann funktioniert das natürlich genauso. Es gibt vier Aminosäuren, das sind sozusagen die Phoneme, ne, die werden kombiniert und aus den Kombinationen kommen dann sinnhafte Ketten, die dann irgendwie auch eine Bedeutung haben. Dass halt dann irgendwie jemand später so eine Nase bekommt in einer bestimmten Form oder so, und das ist ja da enkodiert, aber eben nicht in den Aminosäuren selbst, sondern in den Abfolgen von Aminosäuren, die dann eine Bedeutung tragen. Also Aminosäureketten dann eben. Das entspricht so den Phonemketten. Ja. Es gibt auch zeichentheoretisch da andere Termini, weil man natürlich in der DNA-Forschung nicht von Phonemen sprechen will, obwohl das ganz parallel ist. Da wird oft von Zenemen und Pläremen gesprochen. Also die Zeneme sind die Phoneme. Ne? Das sind immer die bedeutungsunterscheidenden Dinge, die keine eigene Bedeutung haben. Die Pläreme, ne, sind die kleinsten bedeutungstragenden Elemente. Ne? Und die setzen sich eben aus den Zenemen zusammen, sind aber auf der Ebene der Bedeutung nicht weiter analysierbar. Und mit den Begriffen Pläreme und Zeneme kann man ganz viele Kommunikationsformen beschreiben. Also wie gesagt, Erbgut geht damit zu beschreiben, damit kann man auch sowas wie die Morsezeichen auseinandernehmen, da gibt es eben sozusagen zwei, die man kombinieren kann, und lang und kurz und so. Und aus denen macht man dann irgendwelche bedeutungstragenden Dinge. Breischrift und alles Mögliche. Also diese beiden Konzepte, Pläreme und Zeneme, kann man immer wieder finden und sind halt informationstheoretisch interessant. Dürfte vielleicht interessant sein für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht auch Kommunikationswissenschaft studieren. Das ist eben sozusagen das interessante doppelte Gliederung, eben um effizient Informationen zu kodieren. Genau. Ja. Gut, kommen wir noch mal ein bisschen zur Allophonie. Ich hatte das ja schon angesprochen. Also es gibt Phonemvarianten, sogenannte Allophone. Das Phonem Ch zum Beispiel, der velare Frikativ, liegt in zwei Varianten vor, einmal Ch und einmal Sch. Und wird da meistens so geschrieben, mit so einer Tilde dazwischen. Diese beiden Phonemvarianten werden auch als Allophone bezeichnet. Allophone, also Allophon heißt eben das gleiche wie Phonemvariante. So, das ist jetzt auch regelgeleitet, welche Variante ich auswählen muss. Also das nach dunklem Vokal, da sehen Sie, wie man das ein bisschen abstrakter schreibt. Also bleibt oder wird als realisiert, also dieses abstrakte Phonem wird als realisiert nach dunklem Vokal und es wird als realisiert nach hellem Vokal. Normalerweise lässt man die Klammern in den phonologischen Regeln weg, weil ja immer klar ist, der Input ist zugrunde liegend und der Output ist das, was realisiert wird. Und danach kommt der Kontext. Und bei der Kontextangabe macht man oft so einen Strich für das Element. Das soll heißen, steht nach dunklem Vokal. Dunkler Vokal Strich, also steht nach dunklem Vokal und steht nach hellem Vokal eben entsprechend. Ja, und da haben wir das Konzept der phonologischen Regel, was uns auch weiter in dieser Lehrveranstaltung beschäftigen wird. Das ist also ein ganz wichtiger Grundbegriff der Phonologie, die phonologische Regel. Mit Hilfe der phonologischen Regel kommt man von den zugrunde liegenden Phonemen zu den tatsächlichen Realisierungen, den Phonemvarianten, den Allophonen, die dann eben
an der Oberfläche auftauchen. Und da sehen Sie auch schon das Konzept Oberfläche und Tiefe, Tiefenstruktur, Oberflächenstruktur. Und das durchzieht die ganze Linguistik. Haben wir auch in der Syntax zum Beispiel. An der Oberfläche erscheint das realisiert. Es gibt aber eine abstraktere Analyse, die sogenannte Tiefenstruktur. Und da sind die Phoneme angesiedelt. Ja, also das ist genau das Konzept, was hier hintersteckt. Bitte beachten Sie, diese Tiefenstruktur, Oberflächenstruktur darf nicht verwechselt werden mit der doppelten Niederung. Die doppelte Niederung ist was anderes. Doppelte Niederung, da geht es einmal um diese Ebenen der nicht bedeutungstragenden Elemente, der bedeutungsunterscheidenden Elemente und die Ebene der bedeutungstragenden Elemente. Also Zeneme, Pläreme, genau, oder Phoneme, Morpheme. Und das ist was anderes als die zugrunde liegende Struktur, die Oberflächenstruktur. Zugrunde liegend hat einfach abstraktere Analyse und Oberfläche die tatsächliche Realisierung. Ja, jetzt schauen wir mal. Also, wie gesagt, der Phonembegriff ist schon sehr alt, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Regeln kommen erst später dazu. Und um das näher zu verstehen, müssen wir uns einen anderen Sprachwissenschaftler anschauen, Nikolai Trubezkoi. Wie man unschwer erkennt, auch ein Russe. Jedenfalls der Name wirkt sehr russisch, schreibt sich hier aber schon deutsch. Das liegt unter anderem daran, dass Nikolai Trubezkoi seine berufliche Tätigkeit vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum verbracht hat, nämlich in Wien. Er ist russischer Adliger gewesen. Sie lesen auch manchmal Fürst Trubezkoi. Und als russischer Adliger hatte er natürlich ein Problem nach der Oktoberrevolution und hat dann die Sowjetunion verlassen und ist nach Österreich gegangen und hat dort dann eben sich als Linguist und als Phonologe, sozusagen als erster Phonologe überhaupt, oder Phonetiker kann man vielleicht noch sagen, hervorgetan. Er ist dann 1938 mehr oder weniger von den Nazis geflohen, die ja dann nach Österreich kamen, mit denen er es auch nicht gut konnte. Und dabei ums Leben gekommen. Ja, so, was war seine Idee? Ich kann hier direkt das Originalbeispiel nehmen, weil er es also oft am Deutschen anschaut. Sie können das finden, von Trubezkoi, die Phonologie, die er auch in deutscher Sprache verfasst hat, findet man in allen Bibliotheken, ist also ein Klassiker. Und das, was da immer diskutiert wird, ist das, was Sie vielleicht schon kennen aus den Problemen der deutschen Rechtschreibung. Es gibt das Wort Rat, das wird immer Rat ausgesprochen, also immer mit langem A und T hinten, aber unterschiedlich geschrieben. Einmal mit D und einmal mit T. Um herauszufinden, wie es geschrieben wird, wissen Sie ja, muss man das verlängern, dann bildet man den Plural, Räder oder Räte, und da hören Sie den Unterschied, Räder, Räte. Bei Räte ist ein T, bei Räder ein D. Aber wenn man einfach nur Rat hört, kann man es nicht unterscheiden, was gemeint ist. Also im Kontext ist es oft klar. Das heißt also, da wir Räder haben und Räte, raten oder radeln, kann man halt sehen, zugrunde liegt da offenbar ein D bei Rat, was nur am Wortende zu T wird. Und tatsächlich, so nimmt man das an, so wird das meistens beschrieben. Man nennt das auch Auslautverhärtung im Deutschen oder Desonorisation, so ein bisschen internationalere Terminus, Desonorization oder Desonorisation oder so. Dann hat man dann immer den entsprechenden Ausdruck im Englischen, in den romanischen Sprachen. Auslautverhärtung ist halt ein typisch deutscher Terminus. Ja. Und was sagt Trubezkoi? Naja, an der Stelle, am Ende des Wortes, kann immer nur ein Laut stehen. Da ist die Phonemopposition aufgehoben. An der Stelle gibt es nicht die Möglichkeit, dass da D oder T steht. Da kann nur T stehen. Und da die Opposition aufgehoben ist,
Notieren wir das besonders, nämlich mit einem Großbuchstaben, so macht er das. Der nennt dieses Phänomen das Archiphonem. Archiphonem, oder ich habe es hier nochmal geschrieben, am Wortende ist die Opposition stimmhaft, stimmlos, aufgehoben oder neutralisiert, wie er sagt. Es gibt da nicht mehr die Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Phonemen. Und deshalb eben einfach dieses große T, das Archiphonem. Ich hoffe, das ist soweit klar. Also da kann nur ein T stehen. Das gleiche gilt natürlich für andere Laute auch im Hochdeutschen. Also B und P, da kann nur ein P stehen oder so. S und S kann nur ein S am Wortende stehen. Und was haben wir noch so? K und G, kann nur ein K am Ende stehen. Das ist ein bisschen komplizierter bei K und G. Sie wissen ja, im Standarddeutschen sagt man ja König und wenig. Süddeutsches Standarddeutsch, die sagen auch wenig und König. Für mich klingt das falsch, aber das ist sogar süddeutscher Standard. Man darf das sagen, ohne dass einen jemand kritisiert. Also König, wenig oder König, wenig. Da haben wir einmal die Auslassverhärtung in K von einem G, was zugrunde liegt. Denn das heißt Könige, wenige. Da merkt man, es ist ein G zugrunde liegend. Aber wenn es am Wortende steht, wird es entweder zu K oder zu Ch. König, wenig. Also norddeutsche Standarddeutsch, König, wenig. Auch Bühnendeutsch, auf jeden Fall. Also nach Haie geht es nur so. Süddeutsche Standarddeutsch, inzwischen erlaubt. König, wenig. Für mich klingt es, wie gesagt, ungebildet, aber es ist okay. Bambergerisch, wenige oder Könige ist natürlich falsch. Das geht nicht. Das ist super korrekt. Und das darf nicht sein. Ne? Oder Bamberg, das geht auch nicht. Da muss es K sein. Und nur nach I, wenn nichts weiter kommt, gibt es halt diese Frikativisierung. Es wird also so ein Frikativ zusammen mit der Auslautverhärtung. Das ist ein Sonderfall der Auslautverhärtung. Das hängt mit der Lautentwicklung in alter Zeit zusammen, ne? Heinischer Fächer und so, müssen wir vielleicht nicht genau besprechen. Also es gibt einen guten Grund, warum man in Süddeutschland dann König und wenig sagt und in Norddeutschland König, wenig. Aber eigentlich hat sich die norddeutsche Aussprache weitgehend durchgesetzt. Also deshalb habe ich hier nicht das K und das G genommen, sondern man nimmt, oder ich, sondern Trubetskoy, nimmt halt immer gerne T und D, weil es da kein Problem gibt. Und mit K und G gibt es ein Problem. P und B wäre auch kein Problem, aber P und B sind beide nicht so häufig im Auslaut, als dass man da nun was Schönes sehen könnte. Gut, aber wir wollen ja nicht so viel über das Deutsche sprechen, uns interessieren ja hier in dieser Vorlesung mehr die romanischen Sprachen, daher gleich das parallele italienische Beispiel, was Sie schon können. Wir nehmen wieder Sbrigato, was viele Deutsche nicht richtig aussprechen. Die sagen dann Sbrigato, nein, Sbrigato. Und Sie sehen Sbrigato vorne mit stimmhaften Z. Und natürlich ist das auch ein Archiphonem. Da kann nur ein Z stehen, weil danach ein stimmhafter Konsonant kommt. Also in der Notationsweise von Trubetskoy müsste man da jetzt ein großes Z hinschreiben, Sbrigato, und von einem Archiphonem sprechen. Also genauso analysiert man das auch, Archiphonem an der Stelle, Sbrigato. Genau. Und man kann sich natürlich jetzt auch noch unterhalten über diese abgesenkten Laute und so. Das hat natürlich auch was mit der Silbenstruktur zu tun, aber wollen wir es nicht zu wild treiben. Wir sagen einfach mal hier, das Wichtige ist hier, kein stimmloser Konsonant steht vor einem stimmhaften Konsonanten, findet da Assimilation statt, also haben wir jetzt auch mit einem Archiphonem zu tun. So. Ja, gehen wir ein Stückchen weiter. Es gibt nämlich einen weiteren Sprachwissenschaftler, der ein bisschen jünger ist als Trubetskoy, aber auch Russe und auch emigrierter Russe. Mit seinen Eltern ist er schon emigriert
dann glaube ich direkt in die USA, das weiß ich nicht. Nee, der war glaube ich auch zwischendurch in Tschechien, genau, in Prag. Roman Jakobson. Da haben Sie auch ein Foto von ihm. Und der macht eine andere Analyse. Der sagt, die Analyse von Trubetskoy ist zwar schön, aber eigentlich kann man es noch besser machen. Denn auf der phonetischen Ebene gibt es in Rath ein sogenanntes Morphophonem. Also morphologisch ist das ja ein anderes Wort, weil es eben Räder heißt, weil da ist irgendwie auf einer abstrakten Ebene ein D. Und dieses D, das nennt er dann Morphophonem, das wird als T realisiert am Wortende. Also das T in Rath, dessen Plural Räder ist, ist eigentlich zugrunde liegend ein D. Ich habe hier zugrunde liegend zusammengeschrieben. Inzwischen kann man das auch auseinanderschreiben. Nur als Hinweis, seit der Rechtschreibreform ist also beides jetzt möglich. Also zugrunde liegend ein D. Und das schreibt der Groß, großes D, und nennt das Morphophonem. Ein abstraktes Phonem, was also so nicht realisiert wird. Man muss da aufpassen, dass man halt tatsächlich Rad sagt und nicht Rade. Oder, und das kommt eigentlich der deutschen Denkungsart sehr zu Pass. Ja, bei Sbrigato ist jetzt wieder mein Beispiel, das ist jetzt nicht mehr Jakobson. Ne, Sbrigato, ne, wenn man gleich ein großes S hinschreibt, dann weiß man, es ist zwar ursprünglich S, hat auch etymologische Gründe, dieses S, ne, kommt eigentlich von X und so, und ist dann ein eigenes Präfix. Und es ist aber abstrakt nur ein S. Man muss aufpassen, an der Stelle muss es dann S ausgesprochen werden. Deshalb Morphophonem, zugrunde liegend S. Das ist das Großbuch, der Großbuchstabe zeigt also, was zugrunde liegt. Und es wird, ich habe es hier falsch rumgeschrieben. Das muss ich korrigieren. Das ist natürlich andersherum. Das S, also hier müsste ein Z stehen vorne und kein S. In Sbrigato ist eigentlich zugrunde liegend ein S, ein scharfes S, ein stimmloses S. Ich werde das im Nachhinein korrigieren. Man kann das also vergleichen. Hier nochmal etwas anders geschrieben, jetzt ohne Großbuchstaben. Das hat Jakobson dann später aufgegeben mit den Großbuchstaben, sondern er hat dann eine andere Transkription gewählt, die er zwischen solchen Doppelstrichen geschrieben hat. Das T in Rat ist eigentlich zugrunde liegend ein D, genau, Rat. Und diese Schreibweise hier ist halt eine abstrakte. Hier sieht man das lexikalisch zugrunde liegende Morphem, das sogenannte Lexem. In der französischen Sprachwissenschaft wird auch manchmal von Monem gesprochen. Lexem ist internationaler. Also nehmen das Wort Lexem, ne? Also ein abstraktes Lexem, Rad, das endet auf D, weil der Plural eben Räder ist, wissen wir das. Ist aber auch so abgespeichert und letztlich zeigt sich ja auch die zugrunde liegende Form in der Orthographie, im Deutschen zumindest, weil wir das ja auch dann mit D in der Orthographie schreiben. Und bei Lied ähnlicher Fall. Ne? Ja, und dieses D im Auslaut wird dann eben zu T. Und das beschreibt wieder eine phonologische Regel. Hier ist sie. BDG werden zu PTK vor Wortende. Dieses Doppelkreuz zeigt das Wortende an. Also zwei so Doppelkreuze. BDG wird zu PTK. Oder wird zu ist vielleicht falsch. Kann auch eine Implikationsregel aufstellen. Zugrunde liegendes BDG wird immer realisiert oder ist zu realisieren als PTK. Vor Wortende haben wir nur stimmlose Laute. Und das können wir noch sogar ein bisschen abstrakter schreiben, denn es geht ja um Stimmhaftigkeit. Das macht man dann auch. Phonologische Regel. BDG verlieren ihre Stimmhaftigkeit, minus stimmhaft eben vor Wortende. Das ist also eigentlich ganz einfach. Und der Strich deutet wieder das Element an, danach diese beiden Doppelkreuze, das Wortende, der Kontext nach dem Schrägstrich. Der Kontext, in dem
diese phonologische Regel gilt. Und wir wissen natürlich, im Deutschen gibt es noch viel mehr solche Regeln. Das Gleiche mit der Auslandsverhärtung gilt natürlich auch für S und W. Nehmen wir Rasen, Rasen. Die volle Form Rasen. Und wir wissen eben, wenn wir nur, das ist das Verb Rasen, genau, das war gemeint. Ich dachte schon, Rasen. Rasen, das Verb Rasen. Und wenn ich sage, ich rase, dann haben wir es wieder stimmhaft. Aber wenn ich sage, ich ras, dann wird es stimmlos. Die phonologische Regel ist also ganz allgemein. Plus stimmhaft wird minus stimmhaft, wenn es vor Wortende steht. Aber nicht alles, was plus stimmhaft ist, wird minus stimmhaft. Denn solche Laute, die immer stimmhaft sind, die können nicht stimmlos werden. Vokale zum Beispiel. Und auch M oder N. M wird nur im Französischen manchmal stimmlos, im Deutschen natürlich nie. Also bestimmte Konsonanten, nämlich solche Konsonanten, die immer stimmhaft sind, sind ausgenommen. Also gilt nicht für Konsonanten, die immer stimmhaft sind. Sogenannte Sonanten, manchmal nennt man die auch Resonanten. Approximanten sind das, also immer solche, die keinen vollständigen Verschluss und keine Enge bilden, also keine Frikative sind und keine Explosive, das sind eben Approximanten. Für die gilt die Regel nicht, für die anderen gilt, sie werden minus stimmhaft. Vor Wortende. Ja, das C steht für Konsonant, Sie sehen eine weitere Abkürzung. Wir können das mit den Abkürzungen natürlich noch weiter treiben. Wir können auch noch sagen, gilt nicht für Minussonant. Sonant oder Sonorant. Manchmal liest man auch das Merkmal Sonorant. Man nennt den Laut, der immer nur stimmhaft sein kann, Sonant oder Resonant. Das Merkmal nennt man aber oft Sonorant und nicht Sonant. Also der Laut, Sonant, Resonant, das Merkmal Sonorant statt Sonant. Ich habe hier eine einfache Tabelle Sonant geschrieben, aber eigentlich müsste man es besser so machen, dass man eben Sonorant schreibt. Ich habe das jetzt mal in Klammern geschrieben. Also minus Sonorant wird minus stimmhaft. Also nur die Laute, die nicht immer stimmhaft sein müssen, die also Sonorant sind oder Sonanten sind, die werden minus stimmhaft vor Wortende. Ja. Und das ist nun eine phonologische Regel des Deutschen beziehungsweise eine Morphem-Strukturbedingung des Deutschen. Strukturbedingung eben, deshalb kann man sagen, das ist eine Implikation. Also es gilt, wenn wir es mit Sonanten zu tun haben, dann sind die immer minus stimmhaft. Also minus sonorant, wenn wir es nicht mit Sonanten zu tun haben, so sind die immer minus stimmhaft vor Auslaut. Aber wie gesagt, für die Sonanten gilt das nicht. Film zum Beispiel bleibt Film und nicht Film, Film, wie auf Französisch vielleicht sein könnte. Nein, kann es nicht. Also das ist, glaube ich, ziemlich klar. So, wie ist denn nun mit den romanischen Sprachen an der Stelle? Also wir haben jetzt hier diese Regel, minus und Rand wird minus stimmhaft vor Wortende. In den romanischen Sprachen haben wir oft keine Auslautverhärtung. Das ist eine viel diskutierte Frage, ob wir Auslautverhärtung haben, wenn Sie ins Altfranzösische schauen, dann sehen Sie Auslautverhärtung. Das ist so. Also zum Beispiel grande, wenn das im Altfranzösischen am Wortende das D steht, ist es grand. Grand. Man sieht das noch heute an der Liaison grand homme. Und nicht grand homme, sondern grand homme. Da wird eben das auslautverhärtete T in der Liaison taucht das wieder auf. Also da haben wir solche Sachen. Oder Nef von Navis, eigentlich ein W, Navem und dann Nef, also das Kirchenschiff. Mit Auslautverhärtung. Also im Altfranzösischen haben wir Auslautverhärtung, im Neufranzösischen haben wir das nicht mehr, weil Konsonanten im Auslaut sogar ganz geschwunden sind. Also Explosivlaute im Auslaut sind selten.
Da muss dann nachher noch ein Schwa kommen. Dieses Schwa wird natürlich auch wieder getilgt. Und jetzt haben wir in neuester Zeit auch wieder Konsonanten im Auslaut. Aber Auslautverhärtung ist dann noch eingeschränkt möglich. Ja, in Spanischen gibt es glaube ich auch Tendenzen zur Auslautverhärtung. Wenn Sie sich sowas anschauen wie Madrid, ja, mit dem W am Ende. Gerade in Madrid selber, sagen die Leute dann Madrid oder lassen es ganz weg. Also da sehen Sie, gibt es auch so eine Tendenz zur Auslautverhärtung, aber es ist sehr marginal, weil es da auch nicht viele Kontexte gibt, also nicht sehr viele Nicht-Resonanten oder Nicht-Sonanten in Auslautstellung. Ja, im Italienischen ist es ganz interessant, da scheint eine wahre Angst davor zu bestehen, irgendeinen Konsonanten ins Ausland, in den Auslaut zu stellen. Da wird immer was angehängt. Und Wörter, die auf Konsonant enden, sind sehr, sehr selten. Selbst wenn welche entlehnt werden, wie zum Beispiel das Wort Film, das ist ein normales italienisches Wort, Film, gibt es viele Italiener in Mittel- und Süditalien, sogar in der Toskana, die dann Filme sagen, Filme, weil sie nicht wollen, dass ein Konsonant im Auslaut steht. Und oder Barre statt Bar, Bar und Barre. Da wird noch so ein E dran gehängt, nicht geschrieben, aber zumindest gesprochen, weil man keinen Konsonant im Auslaut haben will. Es gibt also auch da praktisch keine Kontexte. Das ist also, muss man sagen, es gibt keine Auslautverhärtung, aber wenn jetzt doch irgendwie ein Konsonant in den Auslaut käme, was würde da passieren? Ja, da gibt es tatsächlich Untersuchungen, das ist eine sehr spannende Sache. Man hat in den 70er Jahren sehr stark das Deutsch von Ausländern untersucht. Und das waren dann damals noch vor allen Dingen Italiener, weil die erste Immigrationswelle nach Deutschland eben aus Italien kam. Und da haben die Leute, die die Untersuchung gemacht haben, festgestellt, dass die Italiener tatsächlich überhaupt kein Problem mit der Auslautverhärtung haben. Das muss man denen gar nicht beibringen. Also gibt es offensichtlich auch im Italienischen zugrunde liegend irgendwo sowas wie Auslautverhärtung. Aber eben, ja, das ist umgangen worden im Italienischen, indem einfach keine Konsonanten mehr im Auslaut stehen. Das ist also schon eine sehr interessante Entwicklung. Ja, aber was haben wir in den romanischen Sprachen sonst noch? Wir haben eine andere Art von Assimilation, die ich ja heute auch schon erwähnt habe. Und die gilt auch immer. Das ist jetzt nicht die Auslautverhärtung, sondern die Stimmhaftigkeitsassimilation. Wobei, unter uns gesagt, die Auslautverhärtung ist auch eine Stimmhaftigkeitsassimilation. Nämlich, nach dem Auslaut kommt ja nichts mehr. Also da kann auch keine Stimme mehr sein und ist insofern auch eine Stimmhaftigkeitsassimilation. Ja, also wie lautet jetzt die romanische Regel der Stimmhaftigkeitsassimilation? Das gilt wieder nur für solche Laute, die stimmhaft und stimmlos sein können, also nicht Sonanten sind. Also das Merkmal Minussonorant oder Minussonant brauchen wir wieder. Und da ist es so, dass eine Stimmhaftigkeitsassimilation stattfindet. Das heißt, ein Laut muss genauso stimmhaft sein wie der folgende Laut. Allerdings, was ich hier nicht geschrieben habe, nein, doch, also ich hätte genau genommen schreiben müssen, Alpha stimmhaft minus Sonorant. Denn das gilt auch nicht, wenn der nächste Laut zum Beispiel ein Vokal ist. Dann kann ich stimmlose Laute haben. Ne? Sono zum Beispiel. Das wird nicht an die Stimmhaftigkeit vom O assimiliert. Obwohl, nein, Sonant stimmt nicht. Es wird an M, Kommunismo, haben wir vorhin gesehen, Kommunismo, ist assimiliert. Also gilt eigentlich nur für, wenn danach ein Konsonant steht. Ich müsste unter das Alpha stimmhaft am Ende noch ein C drunter oder drüber schreiben, also wenn da ein Konsonant steht. Also Minus und Rand wird angepasst an den folgenden Konsonanten. Also zwei Konsonanten, also Minus und Rand bedeutet ja Konsonant, aber ich habe zu dem zweiten Laut nichts geschrieben. Also wird entsprechend angepasst. Dieses Alpha ist sozusagen eine Variable.
Wenn da Plus stimmhaft steht, muss da zweimal Plus stimmhaft stehen. Wenn da Minus stimmhaft steht, muss da zweimal Minus stimmhaft stehen. Und dann haben wir das, wie es sich gehört. Das ist also eine wichtige Morphemstrukturbedingung der romanischen Sprachen. Die Stimmhaftigkeitsassimilation ist in vielen romanischen Sprachen obligatorisch, mit Ausnahme des Französischen, haben wir vorhin gesehen, da gibt es auch noch die umgekehrte Assimilation, und mit einer gewissen Ausnahme im Spanischen, wo solche Sachen fakultativ sind. Ja. Genau, und was Sie hier schon feststellen, es geht gar nicht mehr um Laute, sondern es geht um Merkmale. Hier sind Merkmale, die sind Plus und Minus. Ich habe extra gesagt, unterscheiden Sie Plus, Minus, Sonorant von Sonant. Also Sonanten heißen die Laute, Sonorant das Merkmal. Da nimmt man allerdings auch manchmal das Wort Sonant, deshalb habe ich das OR in Klammern geschrieben. Merkmale und Laute. Und ich hatte ja auch gesagt, die Laute in der Phonologie sind abstrakt. Wir haben es hier mit abstrakten Lautereignissen zu tun. Und im Grunde sind die Phoneme nur sowas wie Bündel von Merkmalen. Und es geht also darum, das werden wir dann auch hier in der nächsten Sitzung noch genauer tun. Es geht darum, Laute in Merkmale zu zerlegen. Also das Phonem wird eben als Summe von Merkmalen angesehen. Und das ist eben in der Tat, die Neuerung, die dann eben auch Jakobson in die Phonologie reingebracht hat, eine weitere Abstraktionsebene. Wir haben sowieso schon bei Phonemen mit Abstraktionen zu tun, und über die wird jetzt noch weiter abstrahiert, indem diese Phoneme in Merkmale zerlegt werden. Und dann werden halt phonologische Regeln, wie wir sie hier schon gesehen haben, über Merkmale gemacht. Also Morphemstrukturbedingungen treffen dann Merkmale. Gut, das ist allerdings, das habe ich mir für heute nicht mehr vorgenommen. Ich bin der Meinung, wir haben jetzt hier schon sehr viele und sehr komplexe Sachen gemacht. Ich würde am besten hier aufhören und Sie darum bitten, vielleicht noch Fragen zu stellen, weil es doch vielleicht etwas schnell ging und Sie vielleicht noch zu den ein oder anderen Dingen Fragen haben. Da haben wir dann jetzt noch ein paar Minuten Zeit, uns mit Fragen zu beschäftigen, und dann kann ich Ihnen die Dinge auch vielleicht noch mal etwas genauer erklären.